Hallo Leute, mein Name ist Hotzostay und willkommen zurück zu Factorio mit Pops Mods. Und wie wir letztes Mal festgestellt haben, als wir unseren Bahnhof hier gebaut haben, für all die verarbeiteten Metalle, wir haben wahrscheinlich nicht genügend Strom für den nächsten Ausbauschritt, nämlich die Schmelzen, die ich elektronisch bauen möchte. Drum ist es vielleicht an der Zeit, hier mit Uran zu beginnen, so dass wir da zusätzlich Atomenergie mit an den Start bringen. Für die Uranverarbeitung brauchen wir neben den Förderern dann auch Zentrifugen. Dafür brauchen wir Beton sowie natürlich die Kernkraftwerke hier oben. Die brauchen auch Beton. Und da brauchen wir ein Wärmeleitrohr 2, welches Aluminium und Inva benötigt. Zwei Dinge, die wir noch nicht haben. Aber beginnen wir doch mal am Anfang. Wir müssen sowieso zuerst Uran anreichern, bevor wir das dann verwenden können. Und dafür brauchen wir Zentrifugen. Und für Zentrifugen brauchen wir Beton. Funktioniert Beton? Nein, das ist immer noch gleich. Eisenerz, Ziegelstein und Wasser. Das heißt, wir machen das wahrscheinlich da vorne, wo wir eh schon Ziegelsteine produzieren. Wir produzieren nicht die große Masse. Das Ganze wird von der Militärforschung gleich weggeschluckt. Aber vielleicht können wir hier einen zusätzlichen Ofen platzieren. Einmal lang. Dann brauche ich auch noch eine Maschine. Und wir brauchen Wasser. Wasser haben wir hier unten. Und wie machen wir das am besten? Wenn wir das so machen, den Wasseranschluss hier auf dieser Seite und dann ein paar Röhren so rum und vielleicht brauchen wir da keine Stahlkiste. Und wir haben Beton. Aber wir brauchen diesen hier. Ach ja. Und das Ganze setzen wir einen weiter nach oben. So dass wir hier dann rausknicken können. Und wir das Ganze nochmals. Rohr, Knickarm, Strom. Und das sollte uns langsam. Oh. Wir noch was?
Vielleicht machen wir das hier oben und müssen einfach schauen, dass wir da dann auch noch Wasser hinbekommen. Vielleicht die bessere Alternative. Denn da haben wir sowohl Stein als auch Eisenerz. Alles, was uns hier dann effektiv fehlt, ist machen wir das. So. Wenn wir hier da einmal lang. Den machen wir auch lang. Und dann hier. Den Beton. Ausgang da. Dann brauchen wir nur noch Wasser. Das holen wir uns von hier unten irgendwo. Keine Rohre mehr. Gut. Aber damit sollten wir in der Lage sein, Beton zu produzieren. Und als nächstes können wir uns um die Freilegung des Uranpatches, des Uranfelds kümmern und uns darum sorgen, wie wir denn das Ganze hinbekommen, denn das Feld steht genau dort, wo unser Bus durch muss. Ich habe hier mal die Bäume von unserem Feld entfernt, so dass wir nun hier hingehen können und den Bus zumindest bis ans Feld hin verlängern, denn dann sehen wir, wo können wir überhaupt Miner platzieren, wo sind sie uns im Wege und wo haben wir sonst irgendwelche Probleme. Jetzt können wir sehen, dass in unserem Bus haben wir ein paar natürliche Öffnungen, die wir für künftige Lanes gelassen haben, damit wir mehr Durchsatz bekommen, insbesondere für Kupfer und Eisen hier. Und wir haben auch eine ganze Reihe, eine ganze Palette an Förderern, die in der höheren Kategorie haben eine höhere Abbaugeschwindigkeit, aber wir haben auch welche, hier zum Beispiel, wo wir einen größeren Radius haben. Und von denen habe ich einige gebaut. Denn ich denke, wenn wir hier oben mal anfangen. Die haben einen Radius, da geht 2 darüber. Und dann können wir das so machen. Und hier unten
da sind wir dann eben genau auf dem Bus. Output machen wir hier mal nach unten. Und dann ist so die Frage, wir haben Untergrundbänder, die können, mach das mal hier, bis hier hinten reichen. Aber wir können auf der Gegenseite keinen Förderer platzieren. Darum denke ich, machen wir das so. Da, wo wir Förderer haben, da, wo wir noch keine haben, da lasse ich das Ganze offen. Wenn da können wir einfach mit den Bändern so durchgehen. Und dann benötigen wir hier hinten dann auch Schwefelsäure. Die haben wir auch irgendwo in der Nähe. Yep. Hier haben wir es. Das passt sehr gut. Und dann können wir grundsätzlich hier die versetzt anbringen. Und so kommen wir an den Förderern vorbei. Die wir brauchen. Das Ganze zu verbinden ist ein bisschen Trail and Error, ein bisschen probieren, so dass wir das ganze Feld voll bekommen. Und hier unten können wir dann die Verarbeitung mit den Zentrifugen machen. Wir werden dann aber auch Corex Enrichment benötigen, denn ich denke, wir brauchen einiges an Uran, um unseren Energiehunger stillen zu können. Und dafür brauchen wir violette Fläschchen. Kann ich die schon herstellen? Die könnte ich sogar schon herstellen. Das heißt, wir werden da wahrscheinlich dann mal von Hand die produzieren, sodass wir das abhaken können. Was wir noch forschen können, sind die beiden Fläschchen hier. Und dann werden wir wahrscheinlich mit dieser Forschung stehen bleiben. Ich versuche hier mal ein Layout hinzubekommen, wo wir mit unseren Förderern, sodass wir quasi das ganze Feld abdecken und unseren Bus bis auf die andere Seite durchbringen. Ich habe hier ein Layout, das funktionieren müsste. Ein Problem, das wir haben, ist, dass es uns an Schwefelsäure mangelt, und das werden wir in Kürze angehen. Hier unten haben wir einen Balancer von 5 Output-Bänder auf einen, und ich habe hier auch schon mal ein paar Zentrifugen, offenbar aber
zu wenig Förderbänder. Und was wir hier brauchen, ist 4 Zentrifugen auf jeder Seite und 2 Förderbänder in der Mitte. Und wenn wir uns anschauen, ich könnte auch mit dem Auto gehen. Wenn wir uns anschauen, warum wir denn zu wenig Schwefelsäure haben, dann wird das ziemlich schnell klar. Was hier oben rum? Dass es daran liegt, dass wir hier nichts verarbeiten, weil all unsere Flüssiggas, Leichtöl, Schweröl voll ist. Was wir machen können, ist, wir haben hier die Brenner für Flüssigkeiten. Und die können wir, bin mir nicht sicher, ob wir es an Flüssiggas anschließen können, aber sicher an Leichtöl. Und das sollte uns helfen, dass wir da quasi den Überschuss wegbekommen, sodass wir mehr produzieren. Und dann eben auch Uran fördern können. Das ist der Plan. Für das brauche ich ein paar Heizkessel. Und wir brauchen dann auch die Dampfmaschinen, denn wenn wir hier schauen, die kann ich nicht bauen, die haben eine Temperatur von 315 Grad Celsius und dann brauchen wir auch die passenden Dampfkessel dazu. Gut, ich denke, ich baue das mal zusammen und dann müssen wir sehen, wie wir den Rest der Uranverarbeitung denn hinbekommen. Es funktioniert. Wir können hier Flüssiggas verwenden, um Strom daraus zu produzieren. Zumindest während der Nacht, wenn wir nicht so viel oder überhaupt keine Stromversorgung durch Sonnenlicht haben. Und damit produzieren wir dann auch wieder etwas Schwefelsäure. Ich habe hier ein paar mehr Raffinerien umgestellt, sodass wir etwas mehr Schwefeldioxid bekommen, das wir dann benötigen, um Schwefelsäure herzustellen. Und da oben bei unserem Erzfeld, da konnte ich auch die Zentrifugen fertigstellen. Und so wie es aussieht, haben wir bereits unser erstes Uran-235. Von der anderen Seite haben wir einiges mehr. Und sporadisch kommt da auch etwas Uranerz an. Das Ganze, wie gesagt, ist momentan noch gehemmt durch den Mangel an Schwefelsäure. Gut, das ist der erste Schritt, den wir hier machen müssen. Der nächste Schritt wird dann sein, sicherzustellen, dass wir die nötigen Bauteile zusammenbekommen für den Reaktor.
Ich denke, ich beginne hier mal mit einem 4x4 Reaktor und möglicherweise werden wir künftig dann einen größeren brauchen oder es gibt andere Technologien, welche uns Strom liefern können. Aber das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein zu Factorio mit Bob's Mod. Bis dann und tschüss!